Das verstehe ich nicht. Das ist ein erfolgreicher Musiker mit Hunderttausenden an Abonnenten auf Instagram, der Alben herausbringt, der viele, viele Fans hat, der muss doch die Kohle haben für solche Dinge. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man an meinem Grinsen schon erkennen kann, bin ich komischerweise sehr, sehr motiviert für das heutige Video, denn am Mittwoch gab es ja keins. Für alle, die sich wundern, Maximilian, bist du am Arsch, da bringst du kein Video raus. Ich habe Gründe. Ich konnte einfach kein Video herausbringen, weil... kein Bock. Ich war einfach zu faul, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich hatte einfach keinen Bock. Ich bin da den ganzen Tag im Bett gelegen und habe ferngesehen. Gelegen und gesehen. Dementsprechend heute mit alter Energie in das neue Video und es hat seine Gründe, warum ich genau dieses Leibchen heute trage oder für die deutschen Zuseher dieses T-Shirt trage. Denn wir haben heute was ganz Besonderes vor. Was kann der Videoinhalt dieses heutigen Videos sein? Was kann das wohl sein? Jetzt wollte ich da gerade den Videotitel vorlesen, dass mir auffällt, dass ich da mit Tomatensuppe ausgepatzt habe. Kann vorkommen, vielleicht waren es auch Spaghetti. Bolognese, Bolognese. Liebe Freunde, wir haben heute was ganz Besonderes vor, denn wie ihr alle wisst, bin ich der Meister der Enttarnung, wenn es um Fakes geht. Aber nicht nur deswegen, weil ich so ein unglaubliches... Da fehlt doch was. Weil ich so ein unglaubliches Wissen an Hypebeast-Ware und an Authentizität habe. Schön, dass ich das beim ersten Versuch herausgebracht habe. Sondern auch deswegen, weil ich aus eigener Erfahrung spreche. Ja, also ich hatte ja selbst schon Fakes in meinem Kasten, die ich dann aussortiert und gespendet habe. Und dementsprechend weiß ich nicht nur, wie es sich anfühlt, wenn man hier verarscht wird und für teures Geld einfach nur gefakte Dinge kauft. Sondern auch, wenn man mit Absicht Dinge gefaked kauft und damit dreist herumläuft. Haben wir auch schon in einigen Videos gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir gar nichts gedacht. Ich bin einfach meine Instagram-Story durchgegangen, da war eine Freundin von mir, dabei, Grüße gehen raus an die Jenny, und die hat da mal den Daniele Negroni aufgenommen. Und wie alle treuen Zuschauer der Maximilian Army wissen, war Daniele ja schon mal ein Thema. Auf meinem YouTube-Kanal, da gab es ja einen Beef mit Tina Neumann, keine Ahnung, habe da schon wieder alles vergessen. Servus Alex, Max spricht. Alles gut? Ich habe vor kurzem mit Selina geredet und wollte dich fragen, ob du das auch gewusst hast, dass Tina Neumann jetzt wieder mit Dennis zusammen ist und Daniele Geschluss gemacht hat. Und ich habe mich da so ein bisschen als Troublemaker aufgespielt. Ich mag das ja. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, aber nicht, weil er was davon hat, sondern weil ich dann sticheln kann. Ja, ich fach das Feuer dann so ein bisschen an und freue mich daran. Ich bin natürlich ein kleiner Sadist in diesem Bereich. Aber Daniele, du bist heute trotzdem Thema. Jetzt geht der Akku aus und ich bin gerade so in dem Flow drin. Ja, ich werde die Motivation schon nicht verlieren in den nächsten 20 Minuten Ladezeit. 20 Minuten später. So, Akku ist wieder voll. Um was geht's? Der Daniele. Also Freunde, das Video dreht sich um Daniele. Warum habe ich dieses Shirt dann? Ganz einfach. Bin durch diese Instagram-Stories durchgegangen. Die waren da gerade auf einer Veranstaltung. Grüße gehen raus an Jenny und an Selina Vlogster. Die waren dort auf einer Veranstaltung und da war der Daniele halt eben auch mit. Ich weiß nicht warum, der da dabei ist. Vielleicht im selben Netzwerk. I don't know. Aber mir ist das einfach ein bisschen... Was heißt, mir ist das Spanisch vorgekommen? Auf den ersten Blick sieht man einfach, dass er ein Fake-Off-White-Shirt trägt. Aber nicht so, dass du sagst, ja, merkt man eh nicht, sondern wirklich einfach offensichtlich fake. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo man zwischen Fake-Off-White und Originalen, habe ich jetzt erst auf so gemacht. Bin auch schon ganz aus dem Konzept. Also, wo man zwischen Fake-Off-White und Originalen Off-White unterscheiden kann. Auf den ersten Blick, welches von den Zweien ist fake? Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann jetzt hier oben abchecken. Das hättest du vielleicht schauen sollen, Daniele. Wobei, okay, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Dann seht ihr auch, warum ich ja mir gleich einmal gedacht habe, what the fuck, das ist so offensichtlich, Daniele. Das kannst du doch nicht tragen, das kann nicht dein Ernst sein. Das sieht jeder Laie, dass es fake ist. Ich habe das Ganze natürlich screen recorded. Übrigens, ja, richtig nice Instagram-Fotos, die da am Start sind. Folgt mir auf Instagram, MaxOverMe. Schauen wir uns das Video gemeinsam an. Ich habe das zuerst von seiner Story runtergespeichert. Da ist er. Okay, das sieht man noch nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal zu dem Video, was ich mir runtergespeichert habe.
Guckt sie voll drauf, ich hab die lauter okay. Hier. Also, wer jetzt hier noch nicht erkennt, dass dieses Off einfach viel zu groß ist, der hat, glaube ich, die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn er auch was von Off-White zu Hause hat. Also, nee, das merkt einfach jeder. Cool. Laura hat mit dem Greet gewonnen und wir gehen jetzt Fotos machen, gell? Ja. Ja. Ja, Grüße gehen raus an die Laura. Die weiß das natürlich nicht. Die denkt sich, ja, mein großes Idol mit dem coolen Stuff, aber in Wirklichkeit einfach um 20, 30 Euro bei Wish gekauft. Kostet das überhaupt 20, 30 Euro? Bei Wish kostet es ja immer eigentlich nichts. Kostet fast nichts, Möbelix, so ähnlich ist Wish. Also keine Ahnung, aber es schaut einfach wie so ein typisches Wish-Produkt um null Kohle aus. Also richtig offensichtlich. Das Ding geht aber jetzt noch weiter. Ja, Grüße gehen raus an Selina Blogster. TV. Okay, what the fuck? What the fuck, also wer es jetzt noch nicht erkannt hat, ja, also wenn wir jetzt nochmal genau hinzoomen, hier, wenn wir das kurz nochmal mit diesem Größenverhältnis abchecken, Freunde, das ist ein originales Galaxy Print von Off-White, also hier merkt man es halt einfach auch, relativ klein, hier am Fake ist es circa dreifach so groß. Wenn man so ein Shirt kauft, weiß man, dass es fake ist. Wenn man in der Öffentlichkeit steht und sich halbwegs für Mode interessiert, logischerweise, weil man ja auch was zeigen möchte. Nehmen wir an, er ist verarscht worden. Er hat für dieses Shirt vielleicht etwas weniger als den Originalpreis bezahlt. Sagen wir, er hat 450 Euro dafür bezahlt. Bei 450 Euro Ausgabe, wenn ich schon bereit dazu bin, so viel Geld auszugeben, weiß ich auch, wie dieses Ding aussieht. Also ich hau die Kohle, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Daniele läuft, aber bei mir läuft das nicht so. Da hau ich die Kohle nicht einfach so raus. Also ich finde, das ist mega offensichtlich, wenn man wirklich bereit ist, 450 Euro, wenn es gebraucht gekauft wurde und er somit verarscht worden ist. Wenn man so viel Geld ausgibt, weiß man erstens, wofür man es ausgibt. Und das ist so schlecht gemacht, dass das jeder, der schon einmal ein Off-White-Shirt gesehen hat und sich erst dann logischerweise dafür interessiert, erkennen kann. Also das ist mega offensichtlich. Meine Vermutung ist, er wusste genau, als er bei Wish auf den Warenkorb geklickt hat, was er da kauft um 20, 30 Euro. Und das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist ein erfolgreicher Musiker mit Hunderttausenden an Abonnenten auf Instagram, der Alben herausbringt, der viele, viele Fans hat. Der muss doch die Kohle haben für solche Dinge. Ich als kleiner YouTuber kann mir das nicht. Ich kann mir sowas nicht leisten, ja? Weil immer so viele fragen, wo hast du die Kohle her? Freunde, YouTube ist, ja. Also mit dem kann ich gerade mal meine Wohnung zahlen, wenn ich das wollen würde. Ich habe andere Einnahmequellen, wer nicht weiß, was die sind. Ja, das ist Auflegen logischerweise. Das ist meine Modemarke logischerweise. Und natürlich auch Produktionen für andere Firmen sowie Einnahmen aus unterschiedlichsten Investitionen. Ich bin schon lange genug am Hustlen, um mir Dinge leisten zu können. Und YouTube macht echt eine kleine Spaß. Und wir dürfen die Werbekooperationen nicht vergessen. Vielleicht sollte ich jetzt geschwind einmal für irgendwas Werbung machen. Meine dritte Kollektion ist in den Startlöchern, liebe Freunde. Nein, okay, wir kommen zum Thema. Wir schauen uns an, was ich mir da noch gescreen-recorded habe. Daniele Negroni. Er hat ihn gleich am ersten Bild an. Okay, wir brauchen gar nicht mehr reden, es war bei den Vorigen schon mega offensichtlich, aber sogar auf Instagram, also er scheißt sich nichts. Ja, also hat er irgendwie keine Angst, dass dir irgendwer sagen könnte, ja, ist das, wenn du da wirklich Werbung und Kooperationen mit Wish hast, dann musst du das auf Instagram auch bitte kennzeichnen. Vor dem hat er keine Angst, aber vielleicht sollte man das einfach mal kommentieren. Bitte immer mit Anzeige versehen, auch bei Wish Coops. So, Kommentar ist raus, Anzeige ist raus. Nein, Anzeige ist eigentlich nicht raus, er hat es nicht versehen. Oh, ich glaube, ich habe da noch was, Freunde, ich habe da noch was. Diesen Yeezus Pullover kenne ich noch nicht. Also der ist mir jetzt neu, hätte ich so noch nicht gesehen. Ein angeblicher Yeezy Pullover kenne ich persönlich noch nicht. Also Quintessenz, wir lassen das Ganze jetzt mal weg. Quintessenz aus dem Ganzen, entweder man vergewissert sich vorher, wenn man viel Kohle ausgibt und ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch schon viel Geld für Fakes verloren. In diesem Sinne, lieber Daniele, sieh das einfach als kleinen Tipp von mir. Nächstes Mal einfach besser aufzupassen. Wie schlecht die Fakes sind, die du auf Wish kaufst. Oh! Oder dich nicht abziehen zu lassen im nächsten Kauf. Für das Shirt habe ich gezahlt 255, auch im Resale, das heißt, das ist auch ein gebrauchtes Shirt, weil das war relativ schnell ausverkauft, aber das wirst du vielleicht sogar gemerkt haben. Vielleicht wolltest du dir ja im Ursprung ein originales kaufen. Liebe Freunde, seht das Ganze als Comedy. Ich habe natürlich nichts gegen den Daniele, ich möchte Leuten nur so ein bisschen auf die Sprünge helfen, vor allem dann, wenn es darum geht, richtig schlechte Fakes zu kaufen. Ich habe das Leid selbst schon erlebt, deswegen möchte ich es für alle anderen ersparen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann
lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Am Sonntag gibt es das nächste Video, wird ein absolutes Blabla-Video mit wenig Inhalt, aber das seid ihr eigentlich gewohnt von mir. Drum bis Sonntag, bis dahin, euer Maximilian.